Hallo Leute, mit der Popularität des Internets gibt es einige Zeichentrickfilme, die von der Serie Miraculous Ladybug inspiriert oder sogar direkt kopiert worden scheinen. Ich habe einige interessante Ähnlichkeiten zwischen diesen beiden Serien in Bezug auf die Handlung und die Figuren festgestellt. Wenn du also bereit bist, dann können wir direkt loslegen. Es handelt sich hierbei um Catch Teeny Pink. Kennst du nicht? Glaube ich dir, weil die gab's fast nur in Südkorea. Kommt auf jeden Fall aus Südkorea. Ist ja auch egal. Diese Serie, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Im Mittelpunkt dieser Serie gibt es magische Feen, die als Teeny Pink bezeichnet werden. Jede von ihnen besitzt eine einzigartige Kraft, die mit einem Gefühl oder einem Konzept verbunden ist, das sie repräsentiert. Wir folgen der Reise von Romy, einer Prinzessin aus dem Königreich der Gefühle, die die Aufgabe hat, alle Teeny Pink zu fangen. Diese Kreaturen sind zwar liebenswert, aber berüchtigt für ihren Unfug und ihre Vorliebe, Chaos in Harmonietown zu stiften. Bei ihrer Mission verwandelt sich Romy mit Hilfe der königlichen Teeny Pinks in eine magische Prinzessin. Allerdings muss sie vorsichtig sein und ihre Identität geheim halten, da die Bewohner von Harmony Town nicht an Magie glauben. Es ist übrigens wichtig zu erwähnen, dass SAMG Animation, das Animationsstudio, das für den Großteil von Miraculous Ladybug verantwortlich ist, auch der Schöpfer dieser Serie ist. Wenn man sich das Konzept der Teeny Pinks ansieht, naja, ich sag mal so. Das sind einfach die Quarmis aus Miraculous Ladybug, die sehen auch einfach so aus. Also, na, guckt euch das an. Beide Arten von Kreaturen sind mit einzigartigen Kräften verbunden, die mit bestimmten Emotionen oder Konzepten verknüpft sind. Der einzige große Unterschied besteht darin, dass Teeny Pinks im Gegensatz zu Quarmis schwer zu fangen sind. Die Verwandlungsanimationen sind in beiden Serien ebenfalls recht ähnlich. Romy braucht, wie Marinette aus Miraculous Ladybug, die Hilfe ihres königlichen Teeny Pinks, um ihr magisches Objekt zu aktivieren. Des Weiteren ist Romys Zauberstab dem von Star aus Star gegen die Mächte des Bösen sehr ähnlich. Nach ihrer Verwandlung nutzt Romy wie Ladybug eine besondere Kraft, um ein Objekt zu beschwören, das ihr bei ihrer Mission hilft. Außerdem müssen beide ihre geheimen Identitäten aufrechterhalten und zeigen in vielen Szenen einen ähnlichen Gesichtsausdruck. Damit schließe ich meinen Vergleich mit diesen beiden Serien ab. Was denkst du darüber? Glaubst du, dass Catch Teeny Pink Elemente aus Miraculous Ladybug übernommen hat? Oder ist das alles nur reiner Zufall? Gotcha. Aber damit wären wir noch nicht fertig, denn es gibt noch viel mehr Serien, die ziemlich ähnlich zu Miraculous Ladybug sind. Zum Beispiel Ghost Force. In Ghost Force stehen drei Hauptfiguren im Mittelpunkt. Liv, Andy und Mike. Diese drei Teenager schließen sich zusammen, um die ultrageheime Ghost Force zu bilden, ein Team von Superhelden mit Geisterkräften. Andy und Liv sind Geschwister und Mike ist ihr treuer Freund. Mithilfe des Globo und einem von ihrer Mentorin Miss Jones erfundenen Hightech-Arsenals nehmen unsere Helden den Kampf gegen die Geister auf, die in New York City so ihr Unwesen treiben und sorgen gleichzeitig dafür, dass sie rechtzeitig zum nächsten Unterricht zurück sind. Die Ähnlichkeiten zwischen Ghost Force und Miraculous Ladybug sind verblüffend. Wie Miraculous Ladybug ist auch Ghost Force eine Zeichentrickserie, die vom selben Studio produziert wird. Zack Animation und die Geschichte beider Animationsfilme sind nicht so unterschiedlich, wie es scheint. In Ghost Force verwandeln sich Liv, Andy und Mike in ein Trio von geisterhaften Superhelden, um die mächtigen Geister zu bekämpfen, die New York City bedrohen. Und zwar mit Hilfe von energiegeladenen Kommunikatoren, den sogenannten Ectocaps. Jedes dieser Geräte bietet den Jägern spezifische Waffen und Kräfte. Bei jedem gewonnenen Kampf verwenden sie Kapseln, um die kleinen Geister in einer geschwächten Version einzusperren, sodass sie harmlos sind. Aber genau dafür sind sie nicht gut, denn wenn die Geisterkraft einen Schub braucht, können die Jäger diese Geister freilassen und ihre Fähigkeiten vorübergehend nutzen. Ist es nicht so, dass diese Geister den Akumas des Miraculous des Schmetterlings sehr ähnlich sind? Sie fangen sie genauso wie Ladybug. Auch das Power-Up, das sie benutzen, ist dem Power-Up, das Marinette und Adrien benutzt haben, sehr ähnlich.
Und jetzt zeige ich euch eine Liste von Figuren, die sich sehr ähnlich sind. Wenn wir uns unsere Hauptcharaktere ansehen, ist Liz' Frisur der Frisur sehr ähnlich, die Marinette in die Filmpremiere trug und die sie trug, bevor sie ihr Miraculous erhielt und die auf einem alten Klassenfoto in der Serie zu sehen ist. Liv hat die Entschlossenheit von Ladybug und ist klug, aber sie hat auch die Freundlichkeit und die Bereitschaft, die Interessen anderer über ihre eigenen zu stellen, genau wie Marinette. Ihr Bruder Andy ist sehr faul, unvorsichtig und trifft Entscheidungen ohne viel nachzudenken, genau wie Cat Noir. Und das dritte Mitglied der Ghost Force ist Mike. Er sieht Nino äußerlich sehr ähnlich. Seine Kleidung, seine Brille und sein Haarschnitt sind ziemlich identisch. Aber obwohl er ein großartiger Freund wie seine Kopie ist, hat er von seiner Persönlichkeit her viel mehr mit Max zu tun, dem superschlauen und übertriebenen Streber. Und wir haben auch Zwillinge, Stacy und Jane. Sie sind die exakte Kopie von Chloe und Zoe. Zack hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, die Frisuren zu ändern, um sie zu tarnen. Why does the geek look always have to hang together? Not. Our hips are totally independent. We'll buy you a new name later. This is Zoe. So, bow down. Give her the welcome her status deserves. Die blonden Haare sind genau wie die der Schwestern. Aber es ist nicht nur ihr Aussehen, das kopiert wurde, nämlich auch Stacys Persönlichkeit ist die einer unhöflichen und herrischen Person. Nun, wer könnte das denn jetzt sein, ja? Sie ist genauso negativ wie Chloe und legt auch viel Wert auf ihr Äußeres, während sie sich um niemanden außer sich selbst kümmert. Die, denen sie Aufmerksamkeit schenkt, sind berühmte oder reiche Leute. Jane hingegen erinnert sehr an die Art von Person, die Zoe zu spielen versuchte, als sie in Paris ankam. Sie ist nicht so schlimm wie ihre Schwester, akzeptiert und stimmt allem zu, was sie tut, wobei sie manchmal zeigt, dass sie die Leute vielleicht gar nicht so behandeln wollte und es nur tut, damit Stacy sie nicht zurückweist, auch wenn sie einige ihrer Interessen vor dem Zwilling verbirgt, aus Angst vor ihr kritisiert zu werden und sie zu enttäuschen. Na, kommt dir das irgendwie bekannt vor? So she gave me some super, disgusting macaroons, thinking it would be enough to make up for it. But since I have good taste, I threw them out. I just want to be accepted for being me, the real me. And now it's happening all over again. I just can't. Let me show you something. Dasselbe ist in einer der Folgen von Staffel 4 passiert. Die Folge Willkommen in Paris. Als nächstes ist Miss Jones dran, die eine Kopie unserer nicht ganz so alten Lehrerin Mendeleev ist. Sie ist so etwas wie die Anführerin der Ghost Force, diejenige, die alles über Geister weiß und die Teammitglieder rekrutiert. Außerdem erschafft sie die ganzen Technologien und hilft den ganzen Leuten dann, wenn sie die Hilfe brauchen. Außerdem hat Tiki in diesem Zeichentrickfilm einen Klon bekommen, nämlich den seltsamen kleinen Geist Glups, der eine rote Kugel ist, die den Kwamis sehr ähnlich ist. Glups ist gutmütig und freundlich und lebt mit Miss Jones im Labor, fast wie ein Haustier. Und wir haben Professor Pascal, der wie eine Mini-Version von Mr. Mokless ist. Alles klar, das war's mit dem heutigen Video. Was hältst du von diesen Kopien von Miraculous Ladybug? Hast du sie jemals gesehen? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und eure Ideen wie immer unten zu kommentieren. Vielen, vielen lieben Dank für euren Support. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ciao!